So, noch einen letzten Schluck. So, auf geht's. Community Podcast Nummer 3. Das ist der dritte Thema heute, ist E-Sport. Geht los in 45 Sekunden. Es wird heute, glaube ich, in 5 oder in 6 Länder übersetzt. Organisiert wird das Ganze von Sneaky Roo. Dabei sind diese liebe Sigma, der Geeksch und Iron Fists. Und ein Ehrengast. Wir werden sehen, wer es ist. Ich freue mich. Auf geht's, ab geht's. In die nächste Runde. Let's go. Hums, sorry, ich sag immer noch manchmal Hums, von damals. Hums, grüße dich, grüße an die Katzen. Ich habe gerade, hast du allein nicht gesehen, gerade unsere Katze hier noch gerettet vom sicheren Absturz vom Schrank. So, wir gehen rüber. Let's go. Ich sag schon mal Tschüss, wir sehen uns nach dem Podcast, ja? Wenn was Wichtiges ist, schreibt's rein. Ladies and gentlemen, welcome to all of you. Welcome tuning in today to yet another to the podcast. Now the Tarkov community cast. This is like the third cast of the series. There will be more ahead. Today we are going to be talking specifically about the esports. Ich heiße euch willkommen zum dritten Podcast. Wir reden heute über E-Sport, über das kompetitive Play. Und über alles, was damit zu tun hat. Es ist ein heißes Thema. Gerade in der Tarkov-Community momentan heiß diskutiert, aufgrund von gewissen Ereignissen. Und natürlich sind meine geliebten Caster hier mit dabei. Heute möchte ich willkommen heißen. Natürlich Geeks oben links. Bottom left. Oh, hold on. Iron Fist. You are Iron Fist indeed. Hold on. Sigma, you're looking good. Yeah, Sigma, you're looking so good. Your camera's actually flipped, but hey, look, I can fix that. Okay. But nonetheless, of course, we have Geeks say top left. Also Geeks oben links. Sigma natürlich, nicht Iron Fist. Left, unten links Sigma. Und right end, myself, und unten rechts. Iron Fist, unten rechts. Lass mich das gerade fixen. Die Namen passen nicht. Ich tausche das kurz um. Competitions. I know you do a lot of evasion stuff. Talk to us a little bit about that. You want the real Sigma or? Hold on. Let me get there. No, I think you should make the imposter Sigma do it. I can't put me on the spot like this. My impressions are terrible as it is. I've been practicing my geek save with the beard for the longest night. I now have to do a Sigma as well. Yeah. Sorry, I did shave, so that kind of messed up. Die arme Sigma. Ich habe mich rasiert, die halten mich alle für Iron Fist. Aber okay. Is very, very, very involved in evasion with me. Ich bin momentan sehr, sehr, sehr eingebunden in die ganzen Evasion-Sachen. Super, wenig Zeit. So I started the battles almost 3 years ago. We're coming up on 3 years. Wir haben mit den ganzen Sachen ungefähr vor 3 Jahren angefangen und das Ganze ist in letzter Zeit mega gewachsen. Also wir haben mittlerweile eine eigene Website, eigene Server. Wir geben der Community die Möglichkeit, das alles mitzuerleben, entertained zu werden. Und diese Season bieten wir das erste Mal Solos und Duos an und das erste Mal auch Trios. Und ich bin ziemlich erstaunt über diese Community, wie die sich einsetzen, wie viele neue Leute dazugekommen sind und was wir auch gesehen haben an neuen Talenten, die jetzt bei den Turnieren mitmachen. Das ist unglaublich. Viele neue Leute, die auch sich Mut fassen, um da mitzumachen und den Schritt machen. Wir haben viele neue Emissare, die mitmachen, die neu dabei sind, die das Ganze unterstützen. Ja, und ich denke, es ist weiter am Wachsen und wir sind auf einem sehr guten Weg. Sehr guter Weg. They follow the wrong master. Like to ask the others, as you know, Geeks as well as Iron, about their involvement in esports and competitions, because I know that
Also Geeks, die hat auch sehr viel mit dem E-Sport-Bereich zu tun, genauso wie Iron Fist, Handturniere gemacht. Geeks hat vorher teilgenommen bei den Rivals und anderen Wettbewerben. Also die Jungs haben sehr viel Erfahrung und vielleicht weiß es einer oder andere von euch auch nicht, aber Geeks hat sogar bei den All-Stars mitgespielt, bevor er vorher der Tarkov Community gejoint ist. Also auch da viel Erfahrung im E-Sport-Bereich. Aber einige der wichtigsten Organisationen im EFT-Bereich, zum Beispiel Italien mit Enzo Organization oder die französische Organisation, die sehr viel machen momentan, gerade in jüngster Zeit viel gemacht haben. Bleibt bereit. Squeeze Factory. Das ist der deutsche Part, deutsche Organisator für die deutschen Turniere. Haben sie sehr schöne Turniere aufgesetzt. Wirklich gut aufgesetzt und die Qualität der Produktion in Deutschland ist besonders hoch. Und Hand, was primär von Emissaren gemacht wurde, sozusagen Community-Arbeit, auch eine Sache, die in Zukunft noch sehr interessant wird, wo wir darauf achten müssen, das ist auch sehr vielversprechend. Es wird noch weitere regionale Events geben, Korea zum Beispiel wird in kürzester Zeit jetzt auch, also in naher Zukunft, durchstarten. Leider können wir aufgrund der momentanen Situation nicht so viel Kontakt halten und wissen, nicht, das Ganze nicht so voranbringen, aber das Ganze ist auch dort in Arbeit. Dann haben wir Chile, auch da kommen ein paar coole Sachen. Also wir werden das Ganze nochmal genauer beleuchten und mehr Informationen über diese einzelnen Bereiche kriegen. Aber das ist ein bisschen später. So, um beim Thema zu bleiben, Geeks. Erzähl uns ein bisschen was, wie ist deine Erfahrung gewesen mit dem kompetitiven Play in Escape from Tarkov? So, ich habe bei Evasion mitgespielt, was von Sigma organisiert wurde und auch bei beiden Twitch Rival Events, hat sehr viel Spaß gemacht, war sehr gut. Bei Pestily seinem Turnier, Punisher Tournament 1, habe ich auch mitgespielt. Es ist alles ein bisschen unterschiedlich. Punisher guckt direkt aufs PvP, wohingegen Rivals und Evasion eher nach Aufgaben orientiert ist, dass man da Aufgaben erfüllt. Also sehr unterschiedlich, aber jeder auf seine Art auch großartig aufgesetzt. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und man entdeckt viele neue Aspekte. Aber das Problem dabei war immer, das Kompetitive mit unterzubringen. Also für mich war es irgendwo einfach, du gehst hin, zockst ein bisschen, hast Spaß, es macht Spaß. Gibst im Moment alles und ich verwandle mich selber dann in eine kompetitive Maschine und versuche einfach alles zu geben, was eine tolle Sache ist. Ich habe also keine schlechte Erfahrung gemacht dabei und hat mir sehr gut gefallen, das Ganze. Iron Fist, was bei dir? Du hast auch bei einigen Events mitgenommen, teilgenommen. Ja, ich habe teilgenommen bei Evasion. Das ist auch der Hauptgrund, warum ich überhaupt in die Organisation hier bei BSG mit eingestiegen bin, weil die ganze Organisation dieses Turniers und alles, was dabei rausgekommen ist, sozusagen der Erfolg, den wir gemeinsam erzielt haben, das war so großartig, dass ich mich weiter in dem Bereich für die Community engagieren wollte. Die ganzen Leute, die damals da mitgemacht haben, haben wirklich das erste Mal überhaupt sowas gemacht. Das ist sozusagen von null auf gestartet und für viele Leute einfach auch eine komplette neue Erfahrung, neue Ideen, wie man spielt, der PvP-Aspekt, der Loot-Aspekt, also diese Aufgaben, die man machen muss, sein Wissen einzubringen und das sozusagen eine neue Linie zu finden. Alles hat mir sehr viel Spaß gemacht und ja, ich habe bei den letzten zwei Rivals mitgemacht, war Erster und Dritter jeweils, was sehr cool war in den NA-Finals
speziell der PvP-Aspekt, über die Grenzen zu gehen. Diese ganzen Events zu planen und alles hinzukriegen. Also jeder hat sozusagen nur einen kleinen Teil davon erfüllt und es ist einfach ein Riesending und er ist froh, dabei zu sein. So, ich möchte mal hinweisen an dieser Stelle, dass dieser Podcast live ist. Es gibt hier einige Leute, die das Ganze übersetzen. Behalte das im Hinterkopf, wenn wir irgendwas erklären oder fragen. Seid euch gewiss, dass es halt weltweit hier jetzt eine etwas größere Zuschauerschaft gibt und nicht nur das, was ihr in den jeweiligen Kanälen seht. Ich selber habe definitiv schon an einigen Turnieren teilgenommen. Und mein Interesse, kompetitiv teilzunehmen, mein Interesse liegt mehr darin, das Ganze zu organisieren, den Hintergrund zu sehen, da zu helfen und was aufzubauen. Das ist eigentlich der Grund, warum das heutige Thema auch, also nicht nur wegen mir natürlich, aber es ist generell so ein gewisses Bedürfnis zu sehen in der Community, dass die Leute Ausschau halten oder beziehungsweise eine Abwechslung haben möchten vom täglichen EFT-Play. Und Sigma, genau darüber haben wir letztens gesprochen. Wir haben gesagt, hey, Evasion hat angefangen, neue Leute kommen zusammen, um was komplett Neues zu Tarkov zu bringen und was Neues zu erschaffen. Und ich denke einfach, dass viele Leute sich freuen auf was Neues, auf Abwechslung. Ich denke, in der Zukunft wird es definitiv etwas weitergehen in diese Richtung. Es wird einen härteren Fokus geben auf kompetitives Play und es wird einen härteren Fokus geben auf Competition. So Leute, es ist ehrlich gesagt so, dass wir gerade warten und Nikita wird joinen, ein paar Fragen beantworten. Wir warten gerade noch ein bisschen, aber in der Zwischenzeit möchten wir noch ein bisschen über 12.9 reden. Oh, Nikita kommt. Ich glaube, am 15. des letzten Monats, heute ist der 31.3., also letzten Monat, wir sind einen halben Monat durch, da hatten wir 12.9. Sechs Wochen später hatten wir jetzt 12.1.0. Jeder, der Tarkov spielt, jeder, der auch nur minimal interessiert ist in Tarkov, der weiß Bescheid über 12.1.0, was es uns gebracht hat, was da passiert ist. Ich möchte jetzt nicht zu tief reingehen in die Patch Notes oder in die Details gehen, aber vielleicht einmal kurz eure Erfahrungen, eure besonderen Momente und was war das Besondere? Hast du schon eine Chance gehabt zu spielen, Geeks? Ja, habe gestern gespielt und ich muss sagen, ich finde es super geil, dass Ausdauer genervt wurde. Man ist nicht mehr in der Lage, einmal auf Shoreline durchzurennen, auf Shoreline von den Spawnpunkten zum Resort. Was ich auch besonders gut finde, ist, wenn man etwas auf den Flea Market bringt und etwas verkaufen möchte, dass nicht dieses Fenster damit aufploppt, sondern an der Seite ist. Das hat mir besonders, also so Kleinigkeiten, die mir besonders gut gefallen haben, was auch von der Community kam und was BSG entsprechend geändert hat. Dann die 9mm DMR. Es ist eine goofy, lustige Waffe. Ich habe sie gestern gespielt und sie passt perfekt rein. Also es ist keine Meta-Waffe, es ist eine reine Fun-Waffe, just for fun. Du kannst den Recoil so krass runtersetzen. Also eine der niedrigsten Recoil-Werte überhaupt. Es macht einfach nur Spaß, sie zu spielen. Und ja, schöne DMR.
Ansonsten, ich weiß, dass einige Leute nicht glücklich sind mit Interchange, mit der Beleuchtung, ist zu dunkel geworden. Da gab es einige negative Stimmen. Ja, aber summa summarum ist es ein schöner Quality of Life Patch, schöne Veränderungen, um das Leben leichter zu machen. Solider Patch, smooth gelaufen, Übergang war gut, Spiel läuft gut, keine Probleme gehabt bei diesem Patch. Ich habe Ghost Footsteps gehört, also ich habe in 10 Stunden Spielzeit zweimal Ghost Footsteps gehört. Ansonsten bekomme ich keine Fehler, aber das ist auch nur bei mir. Sigma, hast du eine Chance gehabt zu spielen? Ich weiß, du bist sehr beschäftigt, aber... Ja, ja, ich hatte eine Chance zu spielen. Also das erste Mal... Ich spiele normalerweise nicht jeden Tag, aber ja, ich war zu Hause. Mit Evasion war alles klar und ich bin super beschäftigt. Und normalerweise gucke ich bei anderen Leuten zu, schaue denen ihre Meinungen mir an und versuche daraus Informationen zu kriegen. Iron Fist, was ist bei dir? Du hast gestern gespielt, das weiß ich. Also, ich glaube, das größte Highlight bei 12.1.0 ist die Reduktion des Regens. Die Lautstärke wurde reduziert, 30%. Und ich glaube, das ist etwas, was die Leute sich einfach gewünscht haben. Außerdem, dass die Scavs nicht mehr schießen, während sie in die Hocke gehen, während sie sich hinlegen. Dass das rausgenommen wurde, diese Prone-Shots, also hinlegen und schießen. Ich habe einen gesehen, der sich hingelegen hat und dann die Stimme und dann die Warnung rausgegeben hat. Er hat nicht geschossen, weil er nicht schießen konnte. Das war toll. Neue Items sind super. Spawnpunkt von Reshala, der neue, ist auch sehr interessant. Ich habe eine Chance gehabt, die neue DMA zu spielen, die 9mm DMA. Und ich hab einfach länger gebraucht, um die zu modden, als dass sie am Ende spielen konnte. Aber du kannst damit einfach machen, was du willst. Es ist im Endeffekt, was die TX zu der Ada ist, ist jetzt diese 9mm DMR. Ja, summa summarum, schönes Ding. Die neue Slick. Ich kann jetzt mein Loadout auch farblich besser anpassen, einfach, was eine ganz lustige Sache ist. Auch eine schöne Sache. Viele Dinge auf dem Flea-Market haben sich geändert, also CPUs, Wrench kostet momentan 1 Million Rubel. Ich habe so sehr versucht, diese Wrenches zu finden, keine Chance gehabt, also auch da momentan sehr, sehr viel durcheinander. Okay, wartet. Ich möchte noch was sagen. Mein bester Moment ist die Thermaländerung. Okay. Ich muss noch einen Link schicken zu einem Special Guest. Hey. Hallo Nikita. Also. Чтобы без сюрпризов у нас мы уже в лайве. Как помнишь, как в прошлый раз? Discord sneaky? Yeah. All good. Yeah, okay. All good. All good. But yeah, the thermal rework, I think, is my favorite part. Also mein favorite, okay. Wie gesagt. Das Rework für Thermal war am besten. So, wir heißen jetzt willkommen den Mann schlechthin. Oh, wartet. His camera should be popping up anytime soon. Seine Kamera kommt gleich. Go on. Let's switch it back. Switch back. Here we go. And there he is. Und da ist er. Welcome, willkommen, Nikita. Zum Cast. Welcome. Hey. Can you hear me? Könnt ihr mich hören? Ja.
Laut und deutlich. Allein, ich habe nicht so viel Zeit, also nur eine halbe Stunde. Ich möchte nicht nochmal alles wiederholen, was ich vorher gesagt habe. So, wenn ihr irgendwelche spezielle Fragen habt, fühlt euch frei, mich alles zu fragen. Zeit ist leider ein bisschen begrenzt. Ja, wir haben Fragen. Wir haben eine Liste an Fragen, die wir von verschiedenen Mitgliedern der Community gesammelt haben. Verschiedene Organisationen, verschiedene Turniere. Und die erste Frage. Was ist dein beliebtester kompetitiver Game-Modus egal bei welchem Spiel? Also ich habe Stalker sehr, sehr geliebt, den Multiplayer-Modus in Stalker. Und da war im Game-Modus, ich weiß nicht mehr genau, welcher das war, aber da ist so eine Art Kiste gespawnt irgendwo und jeder musste sich diese Kiste holen und dann aus dieser Karte entkommen. Ich habe das sehr, sehr geliebt, diesen Game-Modus. Und das Zweite, was mir einfällt, ich habe bei Unreal Tournament die Mini-Missionen sehr, sehr geliebt im Multiplayer-Modus. Das war auch sehr, sehr cool damals. Also vielleicht ein klassischerer Spielmodus, wenn ich da überlegen muss. Ich liebe die klassischen Game Modi von Rainbow Six. Rainbow Six, primär sogar der PvE-Modus, wo man als Team gemeinsam arbeiten muss. Wenn man zum Beispiel ein bisschen relaxen will, geht man halt PvE rein im Team-Modus. Schöne Sache. So in diese Richtung gehen meine Favoriten. Ich bin kein großer Freund von Riesenschlachten. Ich mag mehr so Häuserkampf, CQB, Nahkampf-Szenen. Ja, das ist es. Also keine Fahrzeuge in Tarkov? Also momentan auf gar keinen Fall. Wir haben keinen Platz auf den Karten, um groß mit Fahrzeugen zu fahren. Wir bräuchten viel mehr Platz auf den Maps. Es ist überhaupt nicht möglich zum momentan. Also es wäre möglich, alles ist möglich. Und wir haben tatsächlich sogar mechanische Fahrzeuge bereit. Ich weiß gar nicht warum, was, aber ja. Ja, aber es wird momentan einfach nicht gebraucht. Es ist momentan kein Thema. Wie ist die Wahrscheinlichkeit, dass Arena rauskommt, dieses Jahr noch? Wir sind uns 100% sicher. Es ist nicht nur so, dass die Location gemacht wird und die ganzen neuen Mechaniken, Kampfmechaniken, das Netzwerk muss angepasst werden, eine höhere Anzahl von Spielern muss kommen können, viel muss optimiert werden, viel muss gemacht werden, neue Sachen müssen gerendert werden, neue Prozesse, grafische Informationen und so weiter und so fort. Und das ist das, wo wir gerade nachdenken, wo wir den Fokus momentan drauf haben. Der Arena-Modus, wir möchten ihn super gerne noch dieses Jahr kriegen, noch dieses Jahr rausbringen. Das Konzept, wie das Ganze aussieht im Detail. Ich würde euch gerne einen Trailer zeigen dazu auch, damit ihr versteht, was da genau stattfinden wird. Aber ich bin mir nicht komplett sicher, dass es dieses Jahr auch wirklich klappen wird. Ich habe eine Frage. Wenn der Arena-Modus rauskommt, glaubst du, dass jeder kompetitive Modus, wie zum Beispiel Twitch Rivals, nur noch auf Arena-Modus stattfinden wird? Oder wird es weiterhin im Main-Game stattfinden können? Also wir haben momentan verschiedene Turniere und auch das wird kein Problem sein. Spezielle Game-Modi für die Turniere, also spezielle Game-Modi extra für Turniere in Zukunft rauszubringen. Nicht für jeden, aber für Turnier-Modi. Also wirklich spezielle Game-Modi, spezielle Arena-Modus. Es hängt wirklich davon ab, wie das Ganze aufgezogen ist.
Es wird so ein bisschen sein, wie bei großen Turnieren, massiven Turnieren, wo wirklich viele Influencer involviert sind, viele Spieler teilnehmen, also wo wir wirklich etwas haben, wo wir auch viel Zeit investieren können. Da können wir sogar spezielle Game-Modi rausholen, nur für diese spezielle Events. Das wird auf jeden Fall kommen. Also es hängt wirklich davon ab. Es ist kein Problem für uns, auch weiterhin Turniere auf dem klassischen Modus laufen zu lassen. Also wird beides weiterhin laufen. Hier ist eine Frage. Guckt ihr Turniere? Habt ihr selber auch Interesse an Turnieren und guckt ihr die selber? Ja, natürlich. Ich gucke die selber und ich kenne auch jede Menge Leute, die diese Turniere gucken. Ich denke, das ist der beste Beweis dafür, dass dieses Spiel einfach mehr ist als nur eine kleine Zusammenkunft von Pixeln. Es ist einfach mehr als das. Es ist größer als das. Und was wir hier herstellen, es fängt einfach an, das Feedback von den Spielern, die ganzen Aspekte, kulturelle Aspekte, kompetitive Aspekte, die emotionalen Anteile, Geld, also der finanzielle Aspekt, Preisgelder und dergleichen. Es bringt mehr Freude für jeden. Und ich freue mich wirklich, diese Sachen sehen zu dürfen. Und ja, wir schauen das gemeinsam. Wir gucken uns Streamer an. Im Büro sind große Fernseher, wo Turniere laufen, E-Sport-Events laufen. Es ist richtig cool. Wir schauen uns das an. Außerdem geben uns diese Turniere auch viele Compilations, viele lustige Momente. Es ist ein schönes Feedback. Es ist, glaube ich, für jeden eine tolle Sache. Es entwickelt sich eine regelrechte, komplett neue Untergruppe, was diesen E-Sport-Bereich angeht. Und das finden wir sehr cool. Interessant. Ich möchte noch ein bisschen tiefer eingehen. Wie seid ihr auf den Arena-Modus gekommen? Welches Spiel hat euch dazu bewegt, über den Arena-Modus nachzudenken? Ja, eigentlich ist es ganz leicht. EFT ist ein Shooter-Game, ein First-Person-Shooter. Und ich habe eine Menge Spiele gespielt in diesem Bereich. Und ich überlege mir immer, wie es wäre, solche Modi in den EFT-Modus zu übernehmen. Du kannst jedes Spiel nehmen und dir überlegen, wie wäre so eine Mechanik bei Escape from Tarkov. So, wenn man jetzt schnelle Runden spielen möchte, mit den ganzen Ausrüstungssachen, Waffen und so, also schnelle Runde, kleine Map. Das wird sozusagen ein neuer Aspekt sein bei Escape from Tarkov und damit auch komplett neue Spielerschaften den Zugang ermöglichen zu EFT. Leute, die nur Casual spielen, Leute, die nur kurze Runde spielen wollen. Es wird viele, hoffe ich zumindest, wieder mehr Casual-Spieler anstatt nur Hardcore-Spieler in das Spiel reinbringen und Möglichkeiten geben, das Spiel zu spielen. Die Idee gibt es schon sehr, sehr lange, schwirrt schon sehr lange in unseren Köpfen herum. Es ist ganz normal eigentlich, dass wir darüber nachgedacht haben. Wir könnten genauso gut ziemlich krasse Game-Modi im normalen Modus kreieren. So Art Gladiatorenkämpfe und so weiter und so fort. Wie soll ich sagen? Postapokalyptischen Mira.
Nikita's saying, make it more wholesome and kind of fit together in this post-apocalyptic army style. Es muss halt alles zusammenpassen. Es muss ineinander greifen. Es muss in diesen postapokalyptischen, es ist nicht postapokalyptisch, aber es muss in diesen postapokalyptischen Zusammenhang reinpassen. Es muss ein Gesamtbild zeigen. Wir haben eine isolierte Zone gemacht, die sozusagen komplett vom Rest der Welt abgeschottet ist. Und die Leute möchten Kämpfe erleben, wo man Geld verdient oder wo man Geld braucht, um zu überleben. Das ist die Lore von EFT und so passt das rein. Und so muss auch der Rest reinpassen, auch die Arena. So, wenn wir alle fünf jetzt spielen würden, den Arena-Modus, wie lange würde eine Runde jetzt dauern? Würde vom Game-Mode abhängig sein. Es gibt verschiedene Game-Modi bei Arena. Also du hast nicht immer die Möglichkeit, mit fünf Leuten überhaupt zu spielen. Es kommt darauf an, auf den Game-Modus. Es gibt PvE-Modus, es gibt verschiedene Playstyle-Modi, wo du verschiedene Dinge machen musst. Five-Man-Teams gibt's auch, aber wenn die Location sehr klein ist, wird es maximal Dreier-Teams geben. Ich denke, dass die Zeitdauer von so einer Runde variieren wird zwischen einer Minute bis 15, maximal 20 Minuten. So, es wird sehr schnell sein. Vor allem, wenn es im Duelltypen ist, also der Duellmodus PvP, 1 versus 1, 2 versus 2. 2 versus 2 gegen, also im PvE-Modus oder im PvP-Modus. Also der längste Modus. Der längste Modus, vielleicht 20 Minuten, vielleicht 25 Minuten bei einem langen Modus. Gibt es denn da die Möglichkeit von Custom Lobbies oder Spectator-Modus in der Arena? Ich denke, wir werden etwas in dieser Art machen, ja? Ja. E-Sport. Ready wollen wir, wenn wir E-Sport ready sein wollen, gehört das dazu? Spectator-Modus, Coaches möglicherweise, also viele Ideen. Also nochmal, das ganze System sozusagen, die ganze Idee dahinter, konzentriert sich nur auf den Arena-Modus. Selbst alles, was damit zusammenhängt, der Netzwerkmodus, die Server, also alles wird sozusagen neu optimiert, nur für diesen Arena-Modus. Und ich hoffe einfach, dass wir auch die richtigen Werkzeuge bekommen und zur Verfügung gestellt bekommen, um das anbieten zu können. Also wir werden nicht sowas wie eine einfache Kamera einbauen, so Todeskamera oder sowas, sondern es muss schon implementiert sein, dass zum Beispiel eine Kamera im Helm eingebaut ist und du dann die Todesszene aus dieser aufgenommenen Helmkamera siehst. Also alles auch das wird immer integriert. Also nochmal, wir versuchen auch sozusagen dem modernen E-Sport gerecht zu werden, die Features, die E-Sports anbietet, in der Regel auch anzubieten. Wenn zum Beispiel so ein Kampf auch im echten Leben stattfinden würde, denkt darüber nach, über die Features und könnte das auch im realen Leben so sein? Und das ist unsere Challenge, das realistisch zu machen, dass es sozusagen realistisch und gebalanced ist für den Arena-Modus. Bisschen mehr im Detail, wenn du noch was erzählen kannst. Du hast vorher gesagt, der Arena-Modus wird verbunden sein mit dem EFT-Spiel. Du bekommst Belohnungen für den Arena-Modus. Du kannst diese Belohnungen transferieren ins Hauptspiel. Was ist in die andere Richtung? Wirst du Gear benutzen dürfen aus dem Main-Game im Arena-Modus? Und wirst du diese Ausrüstung verlieren im Arena-Modus?
After receiving the special ranking in the game. Also, nachdem man einen gewissen Rang erfüllt hat, im, also der Arena-Modus hat Ränge. Es wird so E-Sports-ähnliche Ranglisten geben und du musst einfach erstmal gewisse Ränge erreicht haben. Und diese Ränge werden dir mehr Möglichkeit geben, zum Beispiel, um Ausrüstung zu benutzen, mit Limitierung natürlich, um Ausrüstung zu benutzen aus deinem Hauptspiel von deinem Charakter. Und du wirst diese Sachen auch verlieren. Du wirst diese Sachen verlieren. Also, du wirst die Sachen da verlieren. Also nochmal, wir denken momentan auch sehr, sehr viel drüber nach. Und es ist noch offen, teilweise. Aber ja, wenn du deine Sachen verlierst, sind sie weg. Aber man muss auch verstehen, dass die Versicherung viel besser arbeiten wird als in Raids, also als in einer typischen EFT-Runde. Weil, nochmal, jeder wird sterben. Jeder wird sterben. Und diejenigen, die letzten sind, die überleben, sozusagen Last Man Standing, er wird nicht noch mehr Zeit haben, die Sachen zu looten. Er hat keine Taschen dabei, er hat keine extra Rucksäcke dabei, um den Loot mit aus dieser Runde rauszunehmen. Also ein normaler Arena-Spieler wird einfach nicht Loot sammeln, weil der Loot wird nach der Runde in einer Art virtuellen Kiste gespeichert und das bedeutet, dass deine Ausrüstung nicht gestohlen wird von anderen Spielern. Das bedeutet, dass wenn du deine Sachen versicherst, die Chance, dass du deine Sachen wiederbekommst, sehr hoch ist. Also die Versicherung wird wesentlich besser funktionieren im Arena-Modus als im normalen Spielmodus. Ja. Perfect. Perfect. So, ich möchte mal nachfragen hier mit dem Arena-Modus. Hat jeder dieselben Skills oder sind die Skills aus dem Hauptgame, werden die aus dem Hauptgame angewendet? Ja, ich denke. Nein, ich bin mir nicht sicher. Als wir das initiale Konzept entworfen haben für die Arena, da war dieser Punkt angesprochen in den ganzen Ideen und Skripten und so weiter. Da müsste ich mir nochmal angucken. Aber wenn jemand mit seinem Charakter und geboosteten Skills reingeht, wir werden solche Runden haben vielleicht. Ich weiß es nicht. Es soll ein sehr schnelles Gameplay werden. Es soll eine Nahkampferfahrung werden. Close Combat. Und ob die Fähigkeiten dafür überhaupt notwendig sind, wie zum Beispiel Recoil Control, ist das so relevant im Close Combat? Wir werden drüber nachdenken. Ich denke, dass die Skills benutzt werden. Vielleicht cappen wir die Skills. Vielleicht werden sie auch zurückgerollt für die Arena. Wäre auch eine Idee. Wir müssen drüber nachdenken. Ich denke drüber nach. Ich habe mehr so eine allgemeine Frage über E-Sport und kompetitiven Modi bei Tarkov. Es ist ja bekannt, dass BSG immer mehr und mehr und mehr involviert ist in gewisse Organisationen, wie zum Beispiel Sigmas Evasion oder andere regionale Events und Organisationen. Plant BSG solche Events zu hosten, und zwar direkt in Zukunft? Also tatsächlich wollten wir das schon lange Zeit vorher machen. So eine Art Offline-Events-Turniere.
Aber Corona tatsächlich hat diese Veränderung leider unmöglich gemacht und schwerer gemacht. Also ich denke, ja, wir werden möglicherweise was in diese Richtung machen. Aber nochmal, um mit den ganzen Leuten zu arbeiten, die so begeistert sind, Turniere zu veranstalten, Turniere zu organisieren, es ist viel, viel leichter für uns. Vielleicht haben wir einfach nicht genug Leute, um solche Events auch selber zu halten. Also je mehr Leute das von sich aus organisieren, desto besser. Diese Leute oder ihr Organisatoren, ihr helft uns halt. Ihr nehmt uns die Arbeit ab und es hilft ungemein. Aber nochmal, wir denken konstant darüber nach, das zu supporten. Ich denke, in der Zukunft wird es größer. Da wird es vielleicht eine Art Promotion-Events geben zum Testen. Vielleicht zum Release auf jeden Fall. Also da werden noch einige Dinge kommen. Perfekt. Ich möchte auch nochmal fragen, das momentane System, wie Escape from Tarkov funktioniert, also wie es jetzt gerade läuft. Da ist noch viel, viel Luft. Wir haben sehr, sehr viele Möglichkeiten in alle Richtungen. Aber wir sind auch gleichzeitig sehr limitiert, was zum Beispiel so ein Respawn-System angeht. Also beim klassischen Spielmodus ist es zum Beispiel sehr schwer, so einen Respawn-Modus einzubauen. Denkt man drüber nach, so eine Art Respawn-System für zum Beispiel den Arena-Modus einzubauen oder einzuführen? Also ähnlich wie bei Contract Wars zum Beispiel. Ich weiß nicht, kein Plan. Also um ein Respawn-System einzufüllen bei Escape from Tarkov, bei der Arena, würde, wie soll ich sagen, Sag's auf Russisch. Mhm. Okay. Nikita hat gerade gesagt, darf ich gerade übersetzen? Also, das Konzept, dass du nur ein Leben hast und dass dieses eine Leben eben so wertvoll ist für dich, dass die Zeit so wertvoll ist für dich, das ist sozusagen das Kernelement des Spiels. So funktioniert das Spiel. Und dieses Konzept möchte er nicht zerstören. Er möchte es, immer er möchte, dass die Angst bleibt, dass man Gegenstände verlieren kann, dass man jede Sekunde sich umschauen muss, dass man Angst haben soll, davor nochmal reinzugehen und nicht die Angst verliert und immer wieder reingeht, ohne Angst zu haben um sein Leben. Das möchte er nicht haben, das wird nicht kommen. Die Wertigkeit eures Lebens soll in keinster Weise reduziert werden. Also ein Respawn-System würde das den Wert deines Lebens, den Wert deines Charakters einfach verringern. In dem Moment, wo du realisierst, dass du nicht mehr AFT spielst, sondern Call of Duty, ist der Moment, wo wir nicht mehr mit unserer Philosophie, wie dieses Spiel aufgebaut ist, übereinstimmen. Für den Arena-Modus musst du verstehen, dass auch da dieses Match im Arena verloren werden kann. Und du also ein Beispiel, du hast Presets für so ein Arena-Match
wo du nicht dein eigenes Gear benutzen musst. Aber nochmal, wenn du das verlierst, verlierst du Punkte. Und wenn du rauskommst, hast du zum Beispiel verringerte Auswahlmöglichkeiten für diese Presets. Du verlierst Rankingpunkte, du bekommst Rangpunkte abgezogen. Also es wird die Tür schließen für viele Dinge. Es wird dich herabstufen, geringere Dinge nur noch nutzen zu können. Also der Arena-Modus kombiniert sozusagen alle Skills, die du im Hauptgame gelernt hast, auch bringt die ganzen Aspekte mit rein, um dir die Möglichkeit zu geben, um aufzusteigen in einer Arena, um im Ranking aufzusteigen, um vielleicht der Großmeister und Champion von EFT zu werden, um dir ein kompetitives Gefühl zu geben, zusätzlich zum Spiel, in Form von Ranking und Prestige. Also das Hauptding, was ich jetzt rausgehört habe, ist das Ranking-System im Arena-Modus. Ja. Prestige vielleicht, Cosmetics vielleicht. Also Arena wird spielbar sein ohne das Main-Game. Arena wird spielbar sein ohne das Main-Game. Also nochmal, wenn du ein Main-Game hast und dein Main-Account Connect verbunden hast, hast du halt die Möglichkeit, vieles freizuschalten. Mithilfe dieser Rankings wiederum wirst du auch Quests freischalten. Also nochmal, wenn du Arena spielst, wirst du das im Spiel sehen. Und ja, du wirst sehen, okay, das ist jemand, der in der Arena gespielt hat, der ein hohes Ranking hat. Also nur wenn du diesen Arena-Game-Mode hast, wirst du nur einige Features haben von dem Ganzen. Items, Klamotten. Ja. Aber es ist etwas auch hier, worüber wir noch nachdenken müssen später. Interessant. Ich finde es super, was wir bisher gehört haben. Habt ihr noch irgendwelche Fragen? Plant BSG offizielle Turniere selber, sobald der Arena-Modus rauskommt? Ich glaube, die Frage hatten wir schon. Ich habe hier noch eine andere. Different regions being more and more involved in esports and competitions and other ideas coming up from different regions around the world, is BSG potentially... Also die ganzen Turniere und Organisationen, die in verschiedenen Ländern jetzt entstehen, hat BSG vielleicht Interesse, direkt diese regionalen Turniere zu unterstützen und zu hosten und zu supporten? Also nochmal, eine Idee wäre zum Beispiel, einen russischen E-Sport-Kanal zu supporten. Also nochmal, es hängt wirklich ab von der Größe der Turniere, von der Größe der Organisation. Es hängt alles von der Größe ab, von diesen Events in den lokalen Ländern. Wenn diese Kanäle groß sind, wenn diese Leute groß sind, wenn diese Organisationen groß sind, dann ja. Ja, dann könnten wir uns durchaus vorstellen, das zu unterstützen. Müssen wir Arena kaufen? Also ich glaube ja. Also ja, weil ihr müsst verstehen, Arena wird neue Server brauchen. Es ist nicht eine kontinuierliche Entwicklung von dem, was wir bisher hatten, von Escape from Tarkov. Es wird sozusagen, die Arena braucht jede Menge Server, und zwar richtige Monster-Server. Wir werden da monatliche Gebühren zahlen für die ganzen Server. Es muss unterhalten werden, die ganzen Server müssen in Betrieb gehalten werden. Die ganzen Leute, die sich darum kümmern, und so weiter und so fort. Also die Idee dahinter ist, dass wir den Arena-Modus vielleicht sogar als separates Spiel rausbringen, aber die Option, dass es kostenlos ist
für alle EOD-Besitzer ist noch fragwürdig, würde ich glaube ich sagen. Ist still on the table. Also ist noch nicht entschieden. Also dass es für EOD-Besitzer kostenlos wird. Also ich würde es ich mag die Idee, du kaufst ein Spiel und alles ist für immer kostenlos. Ich mag die Idee. Aber wir haben einen Server, die müssen unterhalten werden, wir müssen die bezahlen. Wir haben jede Menge Server aktuell sogar. Und wir reden jetzt gar nicht über die normalen Gebühren und so, sondern wirklich nur über die Server erstmal, die am Laufen gehalten werden müssen. Und diese Server für Arena werden nochmal spezieller Art sein. Und ja, deswegen. Also 100% will es nicht kostenlos sein für Standard-User. Du wirst es kaufen müssen. Und du wirst die Möglichkeit haben, es separat zu kaufen. Unabhängig von Escape from Tarkov. Wie ein normales Spiel, wie ein anderes Spiel. Also zum Beispiel ein Spiel, was du dir kaufst, das heißt dann AFT Arena. Und du bist dann erlaubt, die Presets zu benutzen. Du bist limitiert in gewissen Aspekten. Abhängigkeit von deinem Main-Account kannst du halt dieses und jenes Gear nicht benutzen, Special Items nicht benutzen. Du kannst wiederum die Quests nicht einlösen bei AFT. Du willst nicht mal die Möglichkeit haben, deine Skills zu leveln, deinen Charakter zu leveln, wirst du nicht die Möglichkeit haben. Okay, vielleicht wirst du die Möglichkeit haben, deinen Charakter zu leveln. Aber nochmal, es ist nicht, dass wir nicht gierig sind. Wir sind nicht gierig. Wir wollen jetzt nicht die Leute zwingen. Aber wir sind einfach technisch so limitiert. Und auf diesem Hauptaccount, auf diesem Spiel AFT, sind zu viele Parameter, die uns einschränken. Wir werden sehen, wie es läuft. Wir werden sehen. Aber zumindest wird es so sein, wie ich sage. Es wird auf jeden Fall kaufbar sein für jeden. Ob es für die EOD-Besitzer kostenlos wird, wird noch entschieden, ob die EODs das kostenlos beinhalten werden. Du hast von Servern gesprochen, Nikita. Was glaubst du, ist das der größte Fehlinterpretation von den Usern, was die Server angeht? Die immer sagen, mach doch jenes, mach dieses. Mach doch fix die Server. Was ist der größte Fehler in den ihren Köpfen? Also der größte Fehler, speziell was die Game-Server angeht, ist die Hardware. Dass die Leute glauben, dass die Hardware verfügbar ist. Die Hardware ist nicht verfügbar in der Anzahl, die wir brauchen. Wenn jemand glaubt, dass es ganz einfach ist, einfach neue Server zu kaufen, nein, ist es nicht. Es gibt keine Server, Server sind nicht verfügbar. St. Petersburg zum Beispiel gibt es ein paar Server, die sind billig, aber wir kaufen sie nicht, wir mieten die. Also kaufen ist sowieso unmöglich. Aber wenn du jetzt zum Beispiel im Mittleren Osten Server kaufen willst, ist das einfach ein Riesenproblem. Es gibt einfach keine verfügbaren Server. Und die kosten einfach jede Menge Geld. Also zum Beispiel, warum die Leute fragen uns, warum kauft ihr keine Server auf Dubai? Also die Bedingungen, die wir brauchen, um so einen Server laufen zu lassen, die Räumlichkeiten dafür. In Europa kostet das beispielsweise 100 Euro, während in Dubai zum Beispiel dieselbe Sache 15 Mal mehr kosten würde. Das ist 1500 Euro. Und die Server sind immer noch nicht so gut, wie wir sie brauchen. Also das Problem ist dann, wenn wir diese Server kaufen würden, wir müssen halt dafür sorgen, dass Arena kaufbar bleiben wird, preislich niedrig gehalten wird, dass jeder sich das Spiel kaufen kann. Wenn wir anfangen, Server zu kaufen, wird das nicht mehr der Fall sein. Und vielleicht noch eine Sache, was die Leute nicht verstehen,
wie Netzwerken funktioniert momentan. Sie verstehen die Infrastruktur vielleicht nicht, wie alles funktioniert, wie Network Engine funktioniert, weil es ist einfach komplett. Es ist einfach nicht nur das Netzwerk, sondern das Spiel spielt so eine große Rolle, das Coding, viele Dinge spielen einfach miteinander rein. Es ist einfach sehr kompliziert. Aber die Leute denken immer, das ist alles so easy, wir sind zu faul, wir sind zu dumm. Ja, natürlich sind wir dumm. Ja, wir sind dumm. Wir sind dumm. Aber manchmal, wir versuchen alles zu nutzen, was wir haben. Das Problem ist einfach, dass manchmal niemand versteht, wie das in unserem speziellen Fall funktioniert. Und deswegen versuchen wir, die ganzen Informationen zu sammeln und ja, zumindest, sagen wir mal, für den größten Teil auf der Welt, ja, versuchen wir, das alles in den Griff zu kriegen. Und wir sind ziemlich sicher, dass wir das schaffen werden und auf einem richtigen Weg sind, das hinzukriegen. Momentan laufen ja sehr viele kompetitive Events. Du hast momentan für ein Turnier brauchst du einfach einen Full Stash. Also wenn du an einem Turnier teilnimmst, dann brauchst du einfach Full Stash. Also du brauchst erstmal Zeit, um überhaupt teilnehmen zu können an so einem Turnier, erstens. Und zweitens, BSG plant ja immer wieder den Progress zu verlangsamen, also den Fortschritt in so einem Spiel. Die Frage ist, kann man für Leute, die bei solchen Turnieren mitmachen möchten, wie zum Beispiel Rivals und sowas, diesen Zeitaspekt zu umgehen, also dass man nichts grinden muss? Also möglicherweise, dass es in Zukunft zwei Möglichkeiten gibt. Einmal für Leute, die an Turnieren teilnehmen und für Leute, die nicht an Turnieren teilnehmen, dass die Turnierteilnehmer so viel Geld sammeln, wie sie können und die anderen halt einen langsamen Progress haben. Also es hängt von der allgemeinen Progression ab. Also die generelle Progressionszeit, also wie schnell man ist, um voranzukommen, zu verlangsamen, ist keine gute Idee. Ist einfach keine gute Idee. Dass Leute noch länger brauchen für ihre Sachen, noch mehr Hindernisse aufzustellen, ist keine gute Idee. Chat is saying gear rentals, Nikita. Was haltet ihr von Ausleihen? Ausleihen von Stuff? For context, yesterday I took part in an event which was 2 hours long. It was customs, mainly PvP. But the average, like I was asking the other competitors myself, I spent 25 million rubles on kits because I die a lot. But other people spent less, or some people spent more. So it's a big time investment in terms of either farming that money or just, you know, taking a dent on your bank balance. Es ist einfach der Zeitaspekt. Man muss einfach viel Zeit investieren, um Geld zu sammeln, um die Items zu sammeln und so weiter und so fort. Wie wär's? You can make the like limitations, like boundaries. Man könnte zum Beispiel die Requirements erniedrigen. Zum Beispiel. Man könnte zum Beispiel sagen, dass es in einem Turnier verboten ist, Rüstungen über Klasse 3 zu tragen. Und das würde sogar für ein taktisches Turnier sogar Realismus reinbringen und taktische Tiefe. Verringert die Bedingungen, verringert die Ansprüche. Zum Beispiel Low-Barreled Guns, zwei Heavy Armors, das man nur haben darf, dass man vielleicht nur mit Taschenlampe spielen muss oder ohne Laser oder. Es ist, du kannst diese speziellen Bedingungen einfach einem Turnier hinzufügen und das Turnier würde sogar interessanter werden. Weil du jeden auf
jeder in so eine Art einen Sportmodus versetzt. Ohne Limitierungen, ohne Limits. Und das ist genau das, was ich meinte. Mit offenen Klassen in der Arena, offene Klassen, geschlossene Klassen. Du kannst an der Arena teilnehmen mit deinem Gear oder mit einem vorgegebenen Gear. Und du kannst Waffen haben, die sehr, sehr stark ausgerüstet sind. Supergeile Klamotten. Oder kannst du reingehen, dass du alles mit reinnimmst, was du nur hast. Und du wirst gegen einen antreten, der eben genauso ausgerüstet ist wie du. Auch Endgear und so weiter und so fort. Oder es wird die Modi und es wird die Modi geben, wo halt die Limits drin sind. Zum Beispiel, dass man nur mit grüner Hose reingehen kann. Und somit erreichst du, dass die Gegner alle gleich sind. Dass keiner einen unfairen Vorteil hat. Also es ist fairer. Es ist fairer. Es ist sportlicher einfach. Der Sportgedanke. Hold on, Geeksy. We gotta get this out of the way. Nikita, can you just look at the camera and say, Iron Fist, just get good. Kannst du bitte einfach mal in die Kamera gucken und sagen, Iron Fist, es wird alles gut. Es wird alles gut. Well, we know Iron Fist has a new alert. Thank you so much, Nikita. Okay, danke. Wir wissen jetzt, Iron Fist hat jetzt einen neuen Alert. Okay, Leute, ich muss leider gehen. Es tut mir so leid. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Vielen Dank für die Fragen. Ich denke, ich habe euch hier ein paar exklusive Informationen gegeben über den Arena-Modus speziell. Aber denkt immer daran, das wird sich noch einiges ändern können. Das ist alles der Entwicklung. Ich weiß nicht genau, wann die nächsten Informationen kommen dazu. Also ich habe noch das initiale Konzept im Kopf und das wurde gemacht für einen gewissen Zeitraum und momentan müssen wir das komplett ändern. Das ist alles noch in der Schwebe sozusagen. Also weitere Informationen kommen noch, aber ich kann überhaupt noch nicht sagen, wann die nächsten Infos zu Arena kommen. Das ist jetzt erstmal alles, was ich sagen kann. So, vielen Dank. Ich liebe es, wenn ihr mir Fragen stellt über neue Sachen. Nicht immer über Cheaters. Über Cheaters. Also, ich habe sehr genossen, dass ihr mir mal andere Fragen gestellt habt. Vielen Dank dafür. Ja, vielen Dank. Wir haben einfach versucht, die besten Fragen herauszupicken. Und die Fragen, die so oft schon gestellt wurden, die werden wir in unserer Zeit behandeln. Vielen Dank, Nikita, für die Zeit, die du hier geopfert hast. Dankeschön dafür. Noch eine Sache möchte ich sagen hier. Nein, ich hab genug gesagt. Leute, eigentlich habe ich genug gesagt. Muss los. Ciao. Ladies and Gentlemen, das war Nikita. Vielen Dank. Applaus, dass er da war. For the man. Die Legende. Es ist immer schön, ihn dabei zu haben. Und nicht nur, toll, dass er seine Zeit mit uns teilt und Informationen mit uns teilt, über Informationen, die nur er hat, über das Konzept wie FTS. Es ist nun mal sein Baby und ja, er muss natürlich sehr, sehr vorsichtig sein mit dem, was er sagt. Aber er hat definitiv heute sehr, sehr viel gesagt in einer sehr, sehr kurzen Zeit, in der wir ihn gesehen haben. Klasse. Wir haben aber noch ein bisschen was zu besprechen. Haben wir schon über den Wipe gesprochen nächste Woche? Unglaublich, dass er den Wipe nicht geleakt hat, nächsten Donnerstag. Wipe confirmed? Streets confirmed? Streets? Okay, perfekt. Also, ich möchte noch einmal kurz sprechen über die vier Leute, die hier sind. Wir sind alles Emissare. Was macht ein Emissar? Wissen denn alle, was ein Emissar ist? Ich denke, viele wissen einfach nicht, was ein Sherpa ist. Also ihr wisst, was ein Sherpa ist, oder was ist ein Emissar?
Emissa sind die lila Namen in der Lobby. Ja, lila Name in der Lobby. All the Karens come to us. Well, we're not just like customer support. I like to think of emissaries. The best way I try to explain it. Also, ich möchte es auf folgende Weise erklären. Wir sind das Bindeglied zwischen der Community und Battleset Games. Wir teilen die Ideen, wir geben Ideen zurück an BSG, wir reden darüber, wir diskutieren darüber, wir erwähnen das hier und da und so zirkulieren die Informationen zwischen diesen beiden Parteien. Genau, also wenn ihr irgendwelche Sachen habt, wenn ihr Kontakt habt zu regionalen Emissaren, wenn ihr irgendwas habt, was ihr teilen möchtet, egal was es ist, sei es jetzt Bugs zum Beispiel, vielleicht ist diese Frage irgendwo, die ihr habt, schon beantwortet worden und höchstwahrscheinlich hat der Emissar Zugang zu dieser Information. Was in Tarkov passiert, irgendwo wurde die Frage gestellt, irgendwo wird sie beantwortet. Wir haben Zugang zu Live-Kanälen, wir können direkt zugreifen auf die ganzen Sachen und es ist für uns wesentlich einfacher, Übersicht zu behalten, was gerade passiert, was geht gut, was geht schlecht, was sind heiße Themen, was ist nicht so interessant momentan für euch. I've seen chat the amount of cheater talk that I've seen in our chat today. Ich habe zum Beispiel im Chat sehr, sehr viel über Cheater-Fragen gesehen. Immer wieder Leute gehabt, die zu mir gekommen sind, über Cheaters gemeckert haben, über Cheaters, sich geärgert haben. Es ist interessant, weil wir im Hintergrund immer noch viel machen, um diese Informationen zu sammeln und diese Informationen auch weitergeben. Das beinhaltet jetzt diese Menschen, also diese Spieler zu reporten, das in den Discords entsprechend sauber zu halten. Also, ich möchte gerne an dieser Stelle zum nächsten Thema kommen. Und Sigma, das ist das Thema Mythbusting. Wisst ihr, was Mythbusting bedeutet? Was war das? Streamer, Emissary, Sherpa, Server, Privilege. Service and Privilege. Servers, Emissare und Privilegien. Ein Also ich bin Sherpa und Emissar. Und die Hauptfrage, die mir immer gestellt wird, ist, wie viele kostenlose Sachen kriegst du? Oder gibt es Belohnungen für Sherpas und so weiter und so fort? Streamer-Server. Also, wenn ihr diesen Sherpa-Programm joint oder dem Emissar-Programm joint mit dem Gedanken, Belohnungen zu bekommen, Ingame-Belohnungen oder sonstige Belohnungen, dann ist das der falsche Weg, falscher Grund, an so einem Programm teilzunehmen. Also man bekommt keine kostenlosen Sachen, keine Belohnungen, gar nichts. Man investiert einfach Zeit für die Community und das ist der Grund, warum man das Ganze macht. Also wenn ihr generell darüber nachdenkt, Sherpa werden zu wollen, oder viel Zeit zu investieren für die Community. Die Leute, die ausgewählt werden für solche Programme, die machen bereits, in meistens zumindest, die machen bereits Sachen, die ein Emissar macht. Sie haben bereits die Aufgaben, die sie wie ein Emissar auch erfüllen. Es ist nicht so, dass man mit einem Emissar-Titel oder mit einem Sherpa-Titel irgendwelche Privilegien bekommt, irgendwelche Sonderpositionen oder was auch immer bekommt. Es ist einfach nicht so. Ich habe jetzt das Spiel schon so lange gespielt, ob ich jetzt 600.000 im Stash habe oder 10 Millionen habe oder 100 Millionen habe, es spielt keine Rolle. Geld spielt für mich bei Escape from Tarkov keine Rolle. Es geht ums Überleben.
Es geht darum, das zu benutzen, was du gerade hast, was du momentan im Programm, in deinem Progress des Spiels hast, was du nutzen kannst, um lebendig da rauszukommen. Das ist das Spielprinzip und nicht das Geld. Genau. Ja, und wenn du denkst, dass du als Emissar da irgendwelche Erleichterungen kriegst, ist das völliger Quatsch. Sogar im Gegenteil so, es kostet sogar noch. Es kostet sogar viel Zeit. Also für mich hat es 7 Monate gedauert. 7 Monate, bis ich Sherpa-Status bekommen habe. Also auch das Bewerberverfahren hat sehr, sehr lang gedauert bei mir. It's a bit of a sharp question or like a bit of a sharp topic, but BSG doesn't want to get better servers or they Dann gibt's noch das Thema, warum BSG verdient Millionen über Millionen und möchte nichts über die Server machen. Auch das ist etwas, was ich immer wieder höre. Ich meine, ihr habt gerade Nikitas Meinung gesehen zu dem Thema. Also ich sehe das wirklich oft und lass uns realistisch sein, das ist immer noch ein heißes Thema. Genau dasselbe Thema wie mit Cheatern. Also, dass diese Gerüchte rumlaufen, dass BSG keine Cheater bannen will, weil Cheater Geld bringen. Oder jedes Mal, wenn ein Cheater gebannt wird, dass er einen neuen Account kaufen muss und dass sie so Geld generieren. Also Leute, bitte, versteht, wenn ich das jetzt sage. BSG möchte dieses Spiel selber spielen, wenn es released ist. Nikita hat gesagt, er kann das Spiel nicht so oft spielen, weil es noch unvollständig ist und in dem momentanen Zustand des Spiels. Ja, es ist zwar nicht fertig, aber sie möchten das Spiel selber spielen. Glaubt ihr, dass BSG auf Servern spielen möchte, die mit Cheatern überfüllt sind oder sonst was? Also Cheaten... Nikita oder BSG möchte einfach eine gute Erfahrung geben den Spielern. Das ist immer wieder das Thema gewesen. Alle Mitarbeiter, es ist einfach denen ihre Mentalität. Und es tut einfach weh. Es tut einfach weh, wenn man das Gegenteil hört. Die investieren so viel Zeit, das ganze System besser zu kriegen. Und dann kommt jemand in den Chat rein und sagt, wir sind überall Cheater und ihr verdient noch Geld dran. Und dabei ist es, wenn 1% überhaupt, wo man einen Cheater einen höheren Weg läuft. Es ist wirklich ätzend. Ja, und was Nikita auch oft gefragt wird, ist, ja, kauft einfach neue Server. Warum zahlt ihr nicht Geld für neue Server? Oder warum kauft ihr billige Server? Ich selber bin zum Beispiel auch kein Informatiker, kein Netzwerkadministrator oder sonst was. Auch wenn ihr das nicht glaubt, Geeks, so doch, ich glaube, dass du kein Netzwerkprofi bist. Aber auch das ist ein ständiges Gerücht. Also es ist einfach so, dass viele von uns sich da nicht auskennen. Wir möchten einfach nur dieses Spiel spielen. Und Nikita, was das ganze Team möchte dieses Spiel spielen, jeder möchte dieses Spiel spielen einfach nur und Spaß haben an dem Spiel. Und es ist einfach schwierig, oder andersrum, es ist so leicht bei so einem Spiel als Cheater abgestempelt zu werden. Du wirst one-tapped, du kriegst einen Schuss in den Kopf und es ist leichter in dem Moment zu sagen, dass es ein Cheater ist, als zu sagen, okay, man hat selber schlecht gespielt oder der Gegner hat einfach sehr gut gespielt. Oder es fehlt einem einfach das Wissen, zu wissen in dieser Situation, dass man erschossen wurde, und zwar auf normalem Weg. Am Ende des Tages, es ist halt ein Shooter oder mehr als ein normaler Shooter. Es hängt so viel ab von der Location, von der Munition, von der Ausrüstung, die man mitnimmt. Das sind so viele Aspekte. Okay, wir müssen noch ein, zwei Punkte besprechen, was diesen Punkt angeht. Also BSG möchte keine Hardware-Bans, das ist zu 100% nicht wahr. Also sie machen Hardware-Bans, es ist eine gängige Praxis bei denen und ja, Hardware-Bans sind ein Thema. Also
Macht euch da keine Sorgen, sie machen definitiv Hardware-Bans oder Hardware-ID-Bans. Und es passiert sehr viel, um Cheater zu countern, auch in dieser Richtung. An dieser Stelle, bitte benutzt die Report-Funktion im Spiel. Wenn der Launcher nicht geht, egal, nutzt irgendwelche Quellen, kontaktiert den Sherpa, kontaktiert den Emissar. Es spielt überhaupt keine Rolle. Macht einen Report, habt einen Videobeweis, habt den Moment des Events, so viele Informationen, wie ihr dazu habt. So viele Informationen wie möglich, das hilft am meisten. Und dann können wir diese Report auch ernst nehmen. Also wir brauchen ein bisschen mehr Infos, als ich war auf dem NA-Server vorgestern und ich glaube, ich wurde vom Cheater getötet. Und das passiert so oft, Und mit dieser Information können wir halt nichts anfangen. Es ist zu wenig Info. Oder einfach nur den ID-Code, die Map-ID rauszugeben, reicht auch nicht. Also am besten so viel Information wie möglich und detaillierte Informationen. Also Videobeweis ist das Beste, wo der Code sichtbar ist. Und es muss möglichst neu sein, dieser Clip. Also, Ingame-Name, Server-ID, kurze Erklärung, was da passiert ist, ein Screenshot oder ein kurzes Video, wo auch der Nickname zu sehen ist. Und sorgt dafür auch, dass der Report in-game gemacht wird, zusätzlich. Clippen. Okay. Also um wirklich einen effektiven Report zu machen, sorgt bitte wirklich dafür, dass ein Clip da ist, der Name und die ID. On to the next one. How does the anti-cheat work? I don't think a lot of people really... Kommen wir zum nächsten Punkt in dieser Thematik. Und die Frage ist hier, wie funktioniert eigentlich das Anti-Cheat-System bei Escape from Tarkov? Also viele Leute wissen gar nicht, wie es funktioniert. Und auch wir können gar nicht 100% sagen, wie es eigentlich funktioniert. Zum Beispiel diese Bannwellen. Warum kommen diese Bannwellen? Wie passiert das eigentlich? Also Anti-Cheat-Funktion funktioniert 24 Stunden, 7 Tage lang. Sie scannen permanent alle Server, jeden einzelnen Server, über den ganzen Tag. Jeder einzelne Raid wird konstant gescannt und es wird permanent geschaut über Codes, die illegal benutzt werden, über irgendwelche Unregelmäßigkeiten. Warum kommen jetzt Bannwellen? Bannwellen sind sozusagen nur Reports von PSG, wo eine gewisse Anzahl von Bans veröffentlicht wird. Also das ist zum Beispiel ein Status-Report für einen gewissen Zeitraum. Aber die Anti-Cheat-Funktion funktioniert trotzdem 24/7. Also was ihr verstehen müsst, ist nicht... Also was wir verstehen müssen, ist, dass diese Anti-Cheat-Programme eben 24/7 laufen. Und das ist nicht so leicht, dass wir auf einem Server mit 300 Spielern. Escape from Tarkov ist einfach eine komplett andere Erfahrung. Und es ist ein Biest, was das Ganze angeht. Schwer zu handeln. Und man muss wirklich einfach verstehen, wie schwer das Ganze ist. Ich höre dieses Argument nämlich auch sehr, sehr oft. Ich habe vorher Arma 3 Server betrieben und ich kann nicht verstehen, dass ihr das nicht schafft, Cheater zu bannen. Ich kriege jeden Raid einen Cheater und ja. Ja. Also ich zum Beispiel war einfach öfters in so einer Situation, dass ich den Leuten das erklären musste und es ist eine never-ending Story. Wir müssen einfach geduldig sein und verstehen, wie das System funktioniert.
about that. Does that make sense? Macht das Sinn? I hope it does. Ich hoffe, das macht Sinn. Here's another good one. Vigilante groups. So, noch ein letzter Punkt. Vigilante groups. Vigilante Gruppen. Habt ihr schon mal was davon gehört? Nein, habe ich nicht. Was habe ich verpasst? Vigilante? Ja. Also, wir sind sogar ein paar schon über den Weg gelaufen. Also, Vigilante Gruppen sind Gruppen von Leuten, die sich zusammen raffen, um Massenreports rauszuhauen. Massenreports an Cheatern rauszuhauen. Ich glaube persönlich, dass das keine gute Sache ist, so dieses Gruppensammeln, um Cheater zu reporten. Da können nämlich so viele Sachen schiefgehen. Man muss unglaublich vorsichtig sein. Man muss einfach unglaublich vorsichtig sein, wie man mit den Informationen umgeht, die man so einem Massenreport bekommt. Das Problem bei so einem Massenreport ist es, dass das System einfach Schwierigkeiten hat, solche Massenreporte zu interpretieren, korrekt zu interpretieren, korrekte Entscheidungen zu treffen. Also die Idee an sich von dem Benutzer, die sowas machen, sieht erstmal gut aus. Will start to fail, and that's not good. That is when we get into. Aber in der Summe sollte man einfach die Finger davon lassen. Also so Massenmeldungen. Für euch selbst einfach die Bitte für dich, der du Escape from Tarkov spielst. Wenn du nimm nicht teil an solchen Gruppen, an solchen Massenreport-Gruppen. Geh da nicht hin. Mach nicht bei denen mit, helf denen nicht, unterstütz sie nicht. Es mag gut aussehen auf den ersten Blick, aber es ist einfach nicht gut. Es ist einfach nicht gut. Also für mich ist es das erste Mal, dass ich überhaupt von diesen Massenreports höre. Also ich habe davon noch nie gehört. Ich habe nur nicht mal eine Meinung, aber es sieht erstmal nach einer Verschwendung von Zeit aus. Also wenn ihr jemanden seht, reportet und das war's. Ich habe das Gefühl, dass diese Gruppen auf jeden Fall hinterher sind. Die wollen was bewegen, die wollen das Spiel cheaterfrei bekommen. Die Intention dahinter ist gut, aber am Ende des Tages gibt es bei jedem Spiel Cheater. Und du kannst nicht Batman-mäßig agieren und die Straßen freiräumen. Es gibt keinen Grund, das zu machen. Es ist auch keine Notwendigkeit dafür. Also, was ich gelernt habe, ist, Leute, die sowas machen, kommen einfach auf solche Ideen, weil sie frustriert sind. Leute, die immer wieder auf denselben Namen treffen, die sagen dann wieder, ah, der wurde doch vor langer Zeit gebannt und so weiter. Also, verschwendet keine Zeit auf solche Sachen, weder Zeit noch Nerven verlieren bei solchen Sachen. Wenn ihr auch auf solche Sachen trefft, reportet es für euch selbst. Mass-Reports sind in keiner Welt, weder bei Escape from Tarkov noch sonst irgendwo, in irgendeiner Art und Weise hilfreich oder gut. It's an ongoing battle. It's a cat and mouse chase. BSG put in safeguards and people find ways around it and we're back to square one and it's an ongoing battle. Yeah. Someone just brought up in my chat a really good point. Jemand hat hier gerade auch einen Punkt dazu gesagt. Ich weiß nicht, wie BattleEye zum Beispiel funktioniert, aber if it's showing you're not playing with all these people. And like, if you mass report people constantly, wenn du zum Beispiel permanent einzelne Personen massenreportest, dann hat deine eigene Stimme irgendwann weniger Gewicht. Also wenn du immer wieder eine Person reportest, immer wieder 30, 40 Mal, dann wird einfach deine Stimme nicht mehr so viel wert sein und nicht mehr so ernst genommen.
Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Teil von dieser Geschichte ist. So this person's reporting so many people and like only one is getting is an actual cheater. I don't know if that lessens their report. I don't know. Und das Problem ist, wenn sie dann wirklich einen Cheater treffen, dass dann das Wort nicht mehr so ein Gewicht hat. Nothing official, but there is a system if there's a person who's making false reports, for example, reports every death as suspicious or. Genauso wie Leute, die zum Beispiel bei jedem Tod reporten. Ich bin gestorben, ich reporte. Ich bin gestorben, ich reporte. Und ja, dann wird der Report einfach nicht mehr ernst genommen. I love that name. It's such a good name. So here, you know what? I think we're more or less actually. So, ich glaube, wir sind mehr oder weniger am Ende hier. Wir kommen langsam zum Ende. Oh yeah. Really good. Ich habe das Gefühl, es war ein bisschen kurz. Aber ich glaube, es war gut. Much love to everybody. Thank you all for sticking around and watching. Liebe geht raus. Pleasure to have you all here. Es war meine Freude, euch hier gehabt zu haben. Nikita. Finale Wörter. Vielen Dank an Nikita, dass du dabei warst. Danke. Dankeschön. Yeah. Okay. Alright. Well, let's send her on home. So that's good, boys. That's it. Are you sticking around, Geeks? Are you staying on? Yeah. You are? I'm staying on. I'm playing Tarkov. Okay, perfect. Yeah. All right. Okay. GG's. Well, in that case. Ich glaube, wir sind durch.